uns hier. Guten Morgen. Wir befinden uns hier am ersten Mittwoch im November. Die Arbeiten gehen weiter. Wie ihr seht, wird hier jede Menge rausgeholt. Hier ist ein komplettes Fundament freigelegt und Kabel, Betonplatten und auch ein Ziegelfundament mit einem hinten sich befindlichen Tunnel. Ich zoome da mal ran. Ihr seht das also, da ist ein Durchgang hinten noch weiter in das Gelände rein, höchstwahrscheinlich auch noch unter der Straße. Die Bagger verrichten hier wieder Arbeit. Der USB macht mal wieder seine angestammte Pause. Und im Hintergrund werden schon riesen Betonröhren für die Entwässerung geliefert. Oben die Böschung ist frei. Die Birken stehen immer noch. Ich werde mich jetzt mal da mal ranschleichen, um mal zu schauen, wie das jetzt vom anderen Ende aussieht. Bis gleich. Hier in der Ecke der Emil-Weidt-Straße, ihr seht das, hier läuft der Zaun. Im weiteren Verlauf könnt ihr ungefähr anhand der Bilder, die sind ja nur eindimensional, erahnen, welches Loch dort gegraben wurde und auf welche Sachen die da gestoßen sind. Ich glaube nicht, dass dieser Gang irgendwie auch nur jemandem bekannt war. Vielleicht wissen einige von euch, um was es sich da handeln könnte. Der führt also unter der Emil-Weidt-Straße rauf in die Hügel, angeschüttete Hügellandschaft, die damals mit Bäumen bepflanzt wurde, in Richtung Leite, also ins weitere hintere Gelände, ehemalige Zechengelände. So, jetzt wollte ich mal weitergehen. So, ich stehe jetzt hier genau auf dem Punkt, an dem der Mast für die Installation der Beleuchtung installiert wird. Gehe runter, ihr seht also, wie breit hier mittlerweile die Schneise geschlagen ist. Da hinten geht es ins Loch. Auf der Ecke seht ihr noch den Tunnel. Ich gehe gleich mal noch ein Stück weiter und mache das auch hier gleich. Ihr habt hier noch weitere Fundamente gleich. Hier vorne links noch ein weiterer Abzweig. Mit Ziegeln gemauert, unheimlich dick, weitere Fundamente. Das Ganze macht ihr hier vorne auch. Es geht bis an die Straße. Hier werden wohl weitere Gänge für weitere Leitungen, Versorgungsleitungen der ehemaligen Zeche Holland, weil auch jede Menge Kabel noch drin sind. Die haben hier Spaß, die sind am Scherbeln hier, USB. Ich mache mal noch ein paar Fotos. Vom ehemaligen Standpunkt gerade einmal jetzt die Längsachse, wo der Weg dran entlang führt, bis hinten hin. Und ihr seht also, dass hier jede Menge Ziegel und auf diesen lagen wahrscheinlich diese riesen Betondecken. Ich mache das nochmal heller und da ist noch eine Menge abzutransportieren. Jetzt gehen wir mal hier weiter, da wo eigentlich die Treppe hin sollte. Ich habe gerade mal mit dem Bauleiter 20 Minuten gesprochen. Wahrscheinlich ist das hier bedingt durch die archäologischen Maßnahmen, ich nenne das mal so. Er hat mir auch bestätigt, dass keiner wusste, dass diese Verbindungsschächte da unterirdisch vorhanden waren. Weil letzte Woche haben die nur auf dem Beton oben gekratzt. Ihr habt das gerade gesehen, ich gehe da gleich sowieso nochmal drauf. Wie dick die Betonplatten waren, das sind die wahrscheinlich die Versorgungsschächte zwischen den einzelnen Bereichen, auch dann 3, 4 und 6 Schächte. Und wenn ich dann bedenke, dass einer noch da vorne hier unter dieser Straße hergeht, so viel Spaß aber auch. Die Röhren sind schon mal angeliefert für die Versorgungsleitung, für Entwässerung und wir wollen dann mal hier am Zaun entlang gehen. Also hier ist der Bereich, wo die Treppe jetzt definitiv nicht hinkommt, weil ich ihn gefragt hatte, ob eben halt diese Birken auch noch weichen müssen. Nein, meinte er, der Architekt, also gehe ich mal von aus, Herr Heller, meinte, das bleibt erstmal so. Ich gehe mal hier nochmal drauf, da werden jetzt die Röhren zwischengelagert bis zur endgültigen Bestimmung. Hier nochmal dahin, wo die Treppe jetzt nicht kommt. Und hierhin, ich hoffe mal, dass zumindest die Gabionenwände hier in diesem Bereich dann aufgebaut werden. Ihr seht also, was da rausgeholt wird, ist der Hammer. Gehen wir mal weiter bis zur anderen Ecke. Und ich verspreche auch, dass ich heute versuchen werde, das in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ja,
Dem Fördergerüst ist noch nichts passiert. Hier außenrum seht ihr also, ich gehe mal hier nochmal durch, seht ihr also, da ist schon mal geplättet worden. Im hinteren Bereich habt ihr dann den orangefarbenen Bagger, der weiter innerhalb dieser Sachen dort gräbt. Ja, hallo, kommen wir zum anderen Anliegen. Das wäre hier die Einfahrt über die Emil-Weidt-Straße. Und hier kommen wir mal zum richtig verkommenen Platz. Heute sieht er ein bisschen aufgeräumt auf. Ich glaube, der USB fegt hier einmal durch. Normalerweise ist hier der Säufertreff. Hier die kleinen Mauern in der Mitte werden als Theke benutzt. Ist reichlich verkommen hier, bespräht. Seit Jahren allerdings schon. Und im Endeffekt liegen hier überall sonst Einkaufskörbe von Lidl oder Kaufland, fahrbare. Und im Endeffekt hat man da, naja, was soll ich dazu sagen, einige Probleme im Vorfeld.